Kuckuck, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Den haben wir heute nämlich, und zwar den 13. September. Ich war heute im Action, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Hab wieder ein bisschen was gekauft, in erster Linie aber mal ein paar Sachen für mich. Unter anderem diese tollen Mini-Kamine oder was man auch immer dazu sagt. Die sind traumhaft schön, ich sag euch das. Mega schön, ich wollte die unbedingt haben. Eigentlich wollte ich nur eins kaufen, aber es sind zwei geworden. Und ja, die sind sogar in der Woche jetzt im Angebot für 4,99 €. Was die sonst kosten, weiß ich nicht. Ich möchte euch das mal zeigen. Und zwar kann man im Laden schon so ein bisschen testen. Das Blöde ist, dass das natürlich jetzt spiegelt. Das ist ein Kacke. Und dann kann man hier so, wir haben hier dieses Kabel, das wird natürlich nachher abgemacht. Das hängt da jetzt nicht, das ist einfach halt hier, damit man ne, so ein bisschen reinschauen kann. Aber ich habe schon eins fertig gemacht, also Batterien reingemacht. Da kommen zwei dicke Batterien rein. Die bekommt man bei Action für 1,50 € zwei Stück. Und das sieht dann so aus. Ich mache das mal an, das ist dann wirklich viel intensiver natürlich. Allerdings sieht das viel schöner aus, wenn es dann dunkel ist. Das kommt jetzt vielleicht nicht ganz so rüber, aber ich finde die traumhaft schön. Also wirklich eine ganz tolle Idee, wie ich finde. Und ihr seht, das sieht hier wirklich aus wie so Rauch bzw. Qualm und ja, traumhaft schön, oder? Was ich immer schade finde, ich würde sowas viel, 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 viel lieber mit Strom betreiben. Ich bin da überhaupt kein Batteriefan, denn ja, ich habe mich dann immer komisch. Wenn ich jetzt am Abend, ja, den ganzen Abend dieses wunderschöne Teil anhaben möchte, was man ja möchte, weil es ja hübsch aussieht. Aber wenn man jetzt, ich meine, es wird abends um 8 jetzt dunkel, wenn man jetzt irgendwie von 20 bis 23 Uhr oder bis 0 Uhr, ich gehe ja nun nicht um 21 Uhr ins Bett, also wenn ich jetzt beispielsweise von 20 bis 24 Uhr oder 0 Uhr halt das Ding anhabe, ja, ich weiß nicht, wie lange da die Batterien halten. Ne? Das ist halt immer das, wo ich so ein bisschen komisch bin. Aber gut. Das war jetzt dieses schöne Teil und wie gesagt, aktuell gibt es die für, ihr seht ja auch nochmal den Unterschied, ne? Also wenn ihr den Tester anmacht bei Action, ja, ist dann doch schon ein Unterschied. Mit den Batterien ist es schon schöner. Wie gesagt, 4,99 €, ich habe mir zwei Stück gekauft, ich bin total verliebt. Und ich hatte mir ja, das hatte ich neulich ja auch gezeigt, diese schönen Fahrräder gekauft als Deko, diese Uhr und so. Das habe ich allerdings alles noch gar nicht fertig gemacht, die Deko. Das werde ich wahrscheinlich heute noch machen. Das passt natürlich wunderschön zusammen. So, das sind diese beiden und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den anderen Dingen. Bevor ich es nämlich vergesse... Das ist immer so, weil wenn ich nach Hause komme, bekommt der Schatz das immer gleich. Ich habe mal wieder Spielzeug für meinen Liebling mitgenommen. Und zwar gab es tatsächlich mal wieder was Neues im Action. Und das muss dann immer gleich gekauft werden. Und zwar haben wir hier so ein Knister-Tierchen. Das gab es in rosa für Mädels und in blau für meinen Jungen. Ne? Und wir haben hier hinten noch einen Quietscher drin. Und das finden ja Hunde ganz toll, ne? Hier... Knister, Knister. Mein Hund sitzt schon parat. Wo ist ja die Mami? Guck mal. Hört mal. Pass auf. Ah, wo ist sie hin? Willst du das haben? Ja. Oh, Lossi. Ja, mein Schatzi. Da. Ja, es ist ein bisschen Chaos hier, wie ihr seht. Bei mir liegen ja wieder mal ewig viele Kartons. Aber ihr seht, mein Schatz freut sich des Lebens. Und ich zeige euch mal. Ja, fein. Ach, das sieht furchtbar aus. Ich bin gerade erst rein. Ich muss unbedingt noch den Boden saugen. Ja, weil da in diesem Boden, ja, ihr könnt das ja ruhig mal sehen. Ihr seht, was ich da schon wieder an Kartons liegen habe. Und auf diesem Boden packe ich immer. Und da muss ich echt jeden Tag Staub saugen, weil dann immer das ganze Zeugs, Verpackungsmaterial da rumliegt. Ja, ich mache das gerne, aber so meine Wohnung ist irgendwie nicht mehr wirklich meine Wohnung. Ne? Da steht aber einfach viel zu viel rum hier. Das ist so ein bisschen nervig, aber wer das eine will, muss das andere mögen. So ist es nun mal. So, weiter geht's. Da kommen wir gleich zum nächsten. Ich habe
endlich dran gedacht. Ich habe das nämlich die letzten beiden Male vergessen. Ich brauchte mal wieder Umschläge und ich finde hier knapp einen Euro für 5 Stück, finde ich echt günstig. Ich habe zwar natürlich einiges an Verpackungsmaterial da. Auch von der Cola. Ich habe, verschlucke ich mich noch an meiner eigenen Luft, die hochsteigende. Ich habe zwar immer große da und auch meistens Maxi-Kartons und die großen Kartons, die ihr da gerade gesehen habt auf dem Boden, die Tortenkartons, sagt man dazu. Aber manchmal, wenn jemand jetzt zum Beispiel nur 2 Stempel kauft oder so, dann ist es immer ein bisschen blöd, da so einen riesen DIN A4 Umschlag zu nehmen. Ich habe jetzt hier diese Polsterumschläge in dieser Größe 3-mal mitgenommen. Wie gesagt, 5 Stück für knappen Euro finde ich immer ganz günstig. So, irgendwie ist das immer wie eingezoomt, ne? Ist es aber nicht. Voll Katastrophe. Dann habe ich mal 2 von diesen gekauft. Die hatte ich noch nicht entdeckt. Die sind wohl auch relativ neu, würde ich mal jetzt sagen. Da haben wir auch wieder 2 Stempel bei. Allerdings keine Clear Stamps, wie bei dem anderen Paket. Hier haben wir 2 Holzstempel drin. Einmal eine Feder und hier Enjoy. Wir haben hier Band für die Tags und ein Stempelkissen. Genau, hier haben wir diese Tags. 12 Stück, da steht er da. Ja, ist eigentlich ganz niedlich. Und davon habe ich 2 geholt. Für meine Gruppe. Das wisst ihr ja mittlerweile. Jetzt kommen hier gerade Nachrichten rein. So, dann habe ich nochmal von diesen 2 gekauft. Und zwar mit den Sternchen. Die habe ich nämlich nicht mehr. Und 2 mit den, mit den Kugeln. Die habe ich nämlich auch nicht mehr. Und ich dachte, die werde ich nochmal nachkaufen. Und 2 von denen. Das kommt nachher, wie gesagt, auch in meine Gruppe. Heute habe ich nicht ganz so viel für die Gruppe gekauft. Das ist jetzt sind die Stempel hier. Dann das. Weil, wie gesagt, heute habe ich mal ein bisschen für mich was kaufen wollen. Kommt ja auch mal vor, ne? Aber ich habe dann noch dieses gekauft. Einmal in Silber, weil ich weiß nicht, ich wollte erstmal gucken, ob da Interesse besteht. Das ist so ein Set. Wir haben hier so eine Pinzette drin und einen Pinsel. Und ja, das sind so Dekoflex hier in Silber. Und einmal habe ich dann noch Gold. Ja, mal gucken. Wenn die dann gekauft werden, kann ich das ja nochmal nachordern. Und zu guter Letzt, gleich kommen nochmal 2 größere Sachen für mich. Zu guter Letzt habe ich... Ach so, genau, das sind die Batterien. Wie gesagt, ich habe hier schon Batterien drin, weil ich euch die Laterne zeigen wollte. Und das sind die Batterien, die ihr für diese Laterne braucht. Das heißt, das sind so dicke Klopper, ne? Das hat man ja selten heutzutage in Fernbedienungen und so hat man ja meistens diese AAs oder AAAs. Und das sind hier so die Mega-Kracher. Ja, 2 Stück 1,50 ist aber auch in Ordnung, von Panasonic immerhin, ne? Gut, aber ich habe in der Gruppe gelesen, da werde ich nachher aber nochmal schauen, dass man die Dinger wohl auch mit Strom betreiben kann. Und das wäre mir lieber. Dann kann ich das Ding immer schön anlassen abends, ohne dass ich denke, oh Mann, ich habe immer so einen Druck, auch bei den Lichterketten. Die Kugeln, die ne, von Action hat man ja zig Lichterketten. Und ich mache das immer nie an, weil ich dann denke, oh mein Gott, in einer Stunde ist die Batterie leer. Ne? Das ist so, man, das geht ja dann doch schon ins Geld. Ich habe zwar schon Akkus gekauft für AAAs, glaube ich, oder AAAs, weiß ich jetzt nicht. Und so ein Ladegerät, aber trotzdem. Und natürlich habe ich nochmal Stickerbücher. Das kennen wir alle schon, da sind die Bänder gar nicht drum, das muss ich nachher mal machen. Dann kann ich euch das auch nochmal zeigen. Das sind ja einmal diese, das sind so diese Planner-Sticker. Die sind wirklich, wirklich toll. Ja, Schatzi, wo ist denn dein Teddy? Da haben wir einmal das. Und dann dieses. Hol mal den Teddy. Mein Schatz hängt da gleich auf den Tisch. 2. Was haben wir denn noch? Das in Mint. Und eins ist gleich runter drin. Ja, die kennt er ja schon. Die kommen nochmal in die Gruppe, weil die sind alle weg. Ich habe schon so viele gekauft und immer wieder nachgekauft. Aber die sind ja, wie gesagt, sehr gehypt und die sind auch traumhaft schön. Ich mache keinen Planner mehr, sonst hätte ich die auch, aber in diesem Fall brauche ich sie nicht mehr. So, da habe ich 3 Sets, glaube ich. 3 komplette.
Ja, drei komplette Sets für euch. So, und jetzt kommt, was ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mir gegönnt einmal dieses. Das kostet 10 Euro, also 9,95, ist ja auch wurschti. Das hatte ich so oft schon gesehen und dachte, nö, weil ich habe ja A-Punkt. Alexa, ich kann das nicht so laut sagen, sonst geht sie gleich an. Also ich habe ja hier die ne, Alexa. Und das ist eine geile Sache. Ich habe dazu auch passende WLAN-Steckdosen, mittlerweile drei an der Anzahl. Und damit kann ich halt Licht steuern. Das ist natürlich schon eine geile Sache. Wenn ihr darüber vielleicht mal Video sehen wollt, ne? Aber eigentlich ist es ganz einfach. Ihr kennt ja bestimmt alle hier die Echo Dots oder Alexa halt. Und ja, so eine habe ich. Und dazu gibt es ja eben hier diese WLAN-Steckdosen. Die kann man sich bei Amazon oder so kaufen. Die sind nicht ganz so günstig. Aber das ist schon eine geile Sache. Das heißt, wenn ich jetzt draußen bin, unterwegs bin und ich bin irgendwie bei Dunkelheit noch nicht daheim, dann kann ich für meinen Schatz hier von unterwegs das Licht anmachen, zum Beispiel. Aber es ist generell einfach auch so ein bequem Faktor, ne? Also ich sitze hier abends auf der Couch und dann merke ich auch, jetzt dämmert, es wird langsam Zeit für Licht. Und dann sage ich einfach, Alexa, mach das und das Licht an und Alexa macht dieses und jenes Licht an und das geht dann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich diese Steckdosen entdeckt und ich finde drei Stück für 10 Euro günstig. Das ist natürlich jetzt nicht kompatibel mit Alexa. Schön wäre es. Das wäre natürlich auch mega günstig. Aber das Ganze funktioniert ja auch mit Fernbedienung und man kann das Ganze auch mit einer App steuern. Und das ist ja ähnlich wie Alexa. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, kann ich im Grunde hier auch zu Hause irgendeine Lampe anmachen, die hier dran gestöpselt ist. Zum Beispiel, ja, oder das Radio oder so what. Fand ich ganz cool. Ich möchte das unbedingt mal ausprobieren. Im Moment bin ich ja voll auf diesem Trip. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch WLAN-Steckdosen holen, weil dann brauche ich irgendwann, kann ich alles steuern. Ja, hier Alexa macht dieses, Alexa macht jenes. Ich finde das total geil. Ich meine, wir leben heute in so einer Zeit, warum soll man das nicht nutzen? Ich finde das toll. Ich bin ja eh so ein bisschen Technik angehaucht oder technisch angehaucht. Ich stehe halt auf so einen Kram. Ja, Steckdosenhalter zur Fernsteuerung von Elektrogeräten und Beleuchtung bis zu 1000 Watt Leistung. Steuerung durch beiliegende Fernbedienung. Kontrolle ist verstanden und für alle gängigen Leuchtmittel geeignet. Einmal Funkfernbedienung. Bis zu 30 Meter Reichweite. Ja, das ist schon cool. Ich meine, man kann im Grunde vom Wohnzimmer mit der Fernbedienung auch das Licht im Schlafzimmer anmachen, zum Beispiel. Also natürlich nur Lampen, die jetzt über die Steckdose laufen. Natürlich keine Glühbirnenlampe, ne? Also die jetzt. Also es ist ja halt alles nur über diese Steckdose. Jedenfalls geile Sache. Ich freue mich total und ich bin auch mega gespannt. Da werde ich nachher mal gucken, was ich damit starte, welche Gerätschaft. Ich habe jetzt noch eine WLAN-Steckdose. Ich hatte mir neulich nämlich ein Set bestellt mit zwei. Jetzt habe ich, wie gesagt, hier zwei Wohnzimmerlampen, die ich per Alexa steuere. Und die andere habe ich lange überlegt, für was ich die jetzt nehme. Und die werde ich wohl für meinen Wohnzimmerfernseher nehmen. Das heißt, ich brauche nur sagen, Alexa, schalte Fernseher an, dann geht es. So, und ich habe mir noch was Schönes gegönnt, worüber ich mich sehr freue. Und zwar eine Powerbank. Ich habe zwar eine und ich habe eine von Anker. Die sind einfach unschlagbar gut. Die sind teuer, aber die sind wirklich gut. Und ich habe echt eine gute mit 26.000 Milliampere. Das ist wirklich, wirklich klasse. Ich mag die auch. Die ist toll. Ich kann euch die mal eben zeigen als Vergleich. Moment. So, ich habe mir dazu eben damals auch hier so eine Tasche rüber. Ihr seht schon, das ist ein mega Klopper. Das ist hier, wie gesagt, die Anker Powerbank. Und die hat ordentlich Power, auf jeden Fall. Aber die ist eben auch nicht wirklich mini klein und auch nicht wirklich leicht. Aber die ist super, ja. Die hält unglaublich lange. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie teuer war die jetzt? 70, 60 Euro, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal geladen habe. Und wir haben hier noch also der Akku ist noch fast voll. Also ist richtig cool. Ich bin auch wirklich zufrieden. Aber ja,
ich dachte mir, irgendwie wäre noch schön, eine kleinere Handliche zu haben. Vielleicht wirklich, um, wenn man mal unterwegs ist, dann eine kleinere mitzunehmen, was auch immer. Die benutze ich neuerdings auch mal, um schnell auf der Couch mein Handy zu laden, wenn ich nämlich am Handy was machen will, weil mein Handykabel viel zu kurz ist. Und deswegen habe ich gedacht, auch eine zweite Powerbank, irgendwie hatte ich da Bock drauf, wollte erst online bestellen und habe so bei Wish und so geguckt und dachte, nee, also aus China möchte ich jetzt keine Powerbank, da muss man dann doch ein bisschen aufpassen. Und habe jetzt mal bei Action geschaut und ich fand die so traumhaft schön. Wir haben ja eine mit 10.000 mAh und die sieht dann so aus. Die gab es in Gold, in Silber und in Rosa. Und natürlich, klar, nehme ich rosa. Und ich glaube, in rosa gab es auch noch die. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also natürlich haben wir jetzt 10.000 mAh. Das ist eine andere Nummer als eben meine 26.000er. Hier steht, ja, Handyaufladung halt hier maximal 3,5 Mal. Das ist 10.000 mAh. Ich glaube, 2-3 Mal könnte klappen, dass ich es damit laden kann. Da muss ich einfach mal jetzt testen. Ich meine, selbst wenn man es jetzt nur einmal voll aufladen kann, aber ich, nee, 10.000 mAh ist mehr. Ich glaube, 2-3 Ladungen kriege ich damit schon hin. Und das finde ich ja ausreichend. Dafür ist es ja gedacht, dass vielleicht für unterwegs, was auch immer, ne? Ja, und ich fand die halt schön und irgendwie dachte ich, ich gönne mir mal was. Ich schiebe ja gerade so ein bisschen Liebeskummer und Frauen und Liebeskummer, ja, was hilft da shoppen? Nee, Spaß beiseite, shoppen ist immer geil, shoppen hilft immer gegen alles. Ja, und ich habe mir diese Powerbank gegönnt. Die hat gekostet, da gab es verschiedene, da gab es auch mit 2000 mAh, also da kannst du ja nicht viel mit anfangen, so ganz, ganz kleine. Aber ich finde die hier ganz, ganz süß. Ich werde nachher mal gleich gucken, ich werde die mal aufladen. Und wenn ihr Bock habt, berichte ich euch. Aber ich finde die ganz ansehnlich und die ist auch, wie gesagt, kleiner und handlicher. Und genau, darum ging es mir. Und die habe ich mir gegönnt. Ich freue mich sehr über meinen Einkauf heute, über meinen Hightech-Kram hier. Ich stehe ja, wie gesagt, total auf Technik. Werde nachher mal gucken und die Steckdosen ausprobieren. Da bin ich schon ganz dolle gespannt. Hier meine tollen Steckdosen. Und natürlich werde ich auch gleich mal meine Powerbank auspacken und aufladen. Die muss ja schön aufgeladen werden. Genau, und meine Deko werde ich wohl heute auch mal endlich aufstellen. So, in diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Ich hoffe, mein kleiner, aber feiner Haul hat euch gefallen. Heute waren nicht ganz so viele Bastelsachen bei, aber ich gehe ja eben nicht nur wegen Bastelsachen zu Action. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!